Ja, guten Tag, mein Name ist Steve und ich möchte mit euch gemeinsam heute mal anschauen, wie wir das Programm Autodesk Fusion 360 hier unter Linux zum Laufen bringen. Das Ganze ohne VirtualBox oder so. Üblicherweise ist es ja so, dass man immer einen Zweitrechner oder so am Laufen hat oder das Ganze halt über VirtualBox, VMware oder so benutzt, nur um halt in dem Programm arbeiten zu können. Ich selber habe vor knapp einem halben Jahr mir eine andere Lösung ausgedacht und ich würde sagen, wir wechseln gleich mal direkt zu meiner PowerPoint oder besser gesagt zu meinem Vortrag im Allgemeinen, was ich mit euch heute machen möchte. Zum einen möchte ich mein Projekt vorstellen, was ich vor einem halben Jahr gestartet habe auf GitHub. In dem Projekt geht es speziell um die Variante, wie man das Programm mit Hilfe von Wine, was denke ich die meisten von euch, die in der Linux-Welt unterwegs sind, bestimmt schon mal gehört haben, was man damit machen kann. Und mit dieser Geschichte habe ich quasi das Programm auch weitestgehend mittlerweile zum Laufen gebracht. Natürlich nicht alleine, sondern auch mit Unterstützung von den Leuten aus meiner Community. Kommen wir gleich noch drauf zurück. Dann im zweiten Teil möchte ich die Installation und Konfiguration zeigen. Wenn ihr jetzt denkt, ich kopiere mir einfach nur irgendwelche Befehle ins Terminal rein und installiere das Ganze. Nein, es wird viel besser. Kommen wir auch gleich noch dazu. Und dann möchte ich natürlich das Ganze auch mal zeigen, hier direkt auf meinem System. Also ich selber verwende jetzt hier oben SUSE Leap in der Version 15.3. Mit der wunderschönen XFCE-Oberfläche. Und hier werde ich das dann quasi dann zeigen. Ich stelle gerade fest, Entschuldigung, ich muss mal kurz switchen. Sonst seht ihr das natürlich nie. Das ist der Vortrag, Entschuldigung. Also Projekt vorstellen, kommen wir gleich dazu. Installation hat man gerade besprochen. Beispielprojekt, da habe ich was Kleines gebaut in Autodesk Fusion 360 und dann, je nachdem, wie viel Zeit noch ist, werden wir nochmal auf den Vergleich kostenlose Version und kostenpflichtige Version eingehen. Genau. So, da gehen wir mal hier rüber. Das wäre jetzt quasi die Projektseite Autodesk Fusion 360 for Linux. Das Ganze findet ihr hier bei GitHub unter meinen Namen Crying Fly, das ist so mein Pseudoname, wo ich ebenfalls auch noch andere Projekte habe. Also ich selber habe nicht bloß das Programm Autodesk Fusion 360 hier unter Linux mithilfe von Wine zum Laufen gebracht, sondern ich habe auch beispielsweise Rhino 3D unter Version 7 zum Laufen gebracht und arbeite momentan auch an SolidWorks, dass es ebenfalls läuft, aber da ist es ein bisschen schwieriger. Genau, also wenn ihr hier dann auf dieser Seite seid, findet ihr erstmal so eine Einleitung, um was es quasi geht. Ihr seht hier auch ein paar Screenshots, was ich mittlerweile auch schon alles gemacht habe, also welche Arbeitsbereiche ich bereits schon getestet habe. Jeweils auch Links zu den einzelnen Downloads, also Scripts, weil die ganze Installation von dem Programm findet mit Hilfe eines Setup Wizards statt, den ich quasi erstellt habe. Das Ganze funktioniert ähnlich wie unter Windows dann. Also ihr erhaltet dann quasi solche Dialoge, wo ihr dann durch die Installation geführt werdet, um halt letzten Endes das Programm dann halt bei euch auf dem System installieren zu können. Genau. Was wird benötigt? Also hier erstmal die Anforderungen an euer System, die gestellt werden. Ihr braucht definitiv eine Internetverbindung, damit das überhaupt alles funktioniert. Ihr solltet im Vornherein schon mal darauf achten, dass ihr eure Grafikkartentreiber auf dem aktuellen Stand bringt, weil ich habe festgestellt, dass doch die einen oder anderen daran nämlich scheitern, dass die Grafiktreiber nicht auf dem aktuellen Stand sind. Und deswegen hier wirklich der Hinweis, bringt bitte eure Treiber, also speziell die Grafiktreiber, wirklich auf dem aktuellen Stand. Momentan ist es so, dass bei meinem Installationsskript die Stacking-Version von Wine installiert wird. Aus einem einfachen und wichtigen Grund.
Der Grund ist eigentlich relativ simpel. Ich habe festgestellt, dass bestimmte stabile Wine-Versionen, sei es bei Ubuntu, sei es bei OpenSUSE oder was hätten wir noch? Ja, Fedora beispielsweise auch. Gerade bei der 6.0-Version von Wine war das damals, dass die Internetverbindung bei Autodesk Fusion 360 nicht funktioniert hatte. Und somit hat man immer eine Fehlermeldung erhalten und konnte das Programm nicht nutzen. Und darum bin ich dann auf die Stacking-Version umgestiegen und bisher hatte ich dort keine Probleme. Ich arbeite aber noch an einer Variante, dass ihr selber quasi entscheiden könnt, welche Wine-Version ihr nutzen wollt. Also ähnlich wie bei Lutris, nur dass ich dann hier die Wahl mache, ob ihr Wine aus der Repo, also aus der Standard-Repo von der Linux-Distro installieren wollt, ob ihr direkt von der Wine-HQ-Seite das Ganze installieren wollt, beziehungsweise unter den, ich sage jetzt mal Debian-Abkömmlingen oder halt hier unter Ubuntu, ist es halt so, dass ich eine Repo direkt von OpenSUSE einbinde, weil die kurioserweise irgendwie stabiler läuft, als wenn ich das direkt über die normale Wine-HQ-Geschichte einbinde. Und genau. Ansonsten werden noch einige Pakete installiert. Also habt ihr hier mal einen kleinen Ausblick, die benötigt werden. Und ansonsten hier schon mal eine Liste, welche Linux-Distros mittlerweile schon unterstützt werden. Am Anfang war es so gewesen, dass wirklich nur, ich glaube, 7 Stück unterstützt wurden von mir. Und ja, die Zahl kann sich, denke ich, jetzt mittlerweile sehen lassen. Also ob es nun Debian ist, ob es Fedora ist, ob es OpenSUSE ist oder Void Linux, Gendo Linux. Also die Zahl ist auch ganz schön beachtlich gestiegen. Und ja, hier dahinter sieht man halt auch irgendwo die Abkömmlinge. Also sage ich jetzt mal hier wie Linux Mint 19.x. Also gibt ja dann noch die Zahlen danach, die dann jeweils halt auf diesen Ubuntu-Versionen irgendwo basieren. Genau. Ansonsten wäre das hier dann der entscheidende Teil, was ihr ebenfalls machen müsst, bevor ihr mein Setup-Wizard quasi installiert oder beziehungsweise ausführen lässt. Zum einen ist ganz wichtig, dass ihr Zinity auf eurem System habt, weil die ganzen Dialoge bei mir laufen halt über Zinity. Und Xterm könntet ihr theoretisch weglassen. Ich selber habe es aber mit eingebaut für den Launcher, also sprich hier, ich kann das ja mal kurz zeigen. Und da ist das so, dass ich direkt eine Launcher-Datei erstellt habe, die im Grunde genommen mit Xterm dann gestartet wird. Es war halt nämlich so gewesen, wenn ich direkt das Programm oder beziehungsweise diese Desktop-Datei starten wollte, gab es halt immer eine Fehlermeldung und irgendwann kam ich dann auf die Idee, man könnte das doch mit Xterm lösen. Das heißt, man startet eigentlich nochmal ein zweites Terminal irgendwo und führt dann dort drin das Skript dann aus, also diese Launcher-Datei, die im Endeffekt einfach nur Autodesk Fusion 360 startet. Mehr ist es eigentlich nicht. Genau, also diese zwei Sachen werden hier auf jeden Fall benötigt. Und dann sieht man das auch ja, bei OpenSUSE, Void. Genau, einfach kopieren und dann einfach euer Terminal nehmen und das Ganze halt einfügen, ausführen. Wenn ihr das gemacht habt, kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt, wo ihr dann quasi direkt mit der Installation beginnen könntet. Dann müsstet ihr nur diesen Befehl hier oder diese Kombination, sage ich mal, sind ja eigentlich mehrere Befehle, kopieren, fügt das bei euch im Terminal ein und dann könnt ihr das auch direkt starten. Wichtig ist allerdings, dass ihr vorher nochmal in der Dokumentation nachschaut. Die habe ich hier auch schon geöffnet. Die wird auch immer mal wieder überarbeitet. Und hier findet ihr so die wichtigsten Sachen, was passieren kann. Also zum Beispiel, ich kriege keine Verbindung zur Cloud. Also gerade wenn ihr ja eure Projekte auf der linken Seite bei Autodesk Fusion 360 habt, gab halt den Fall, dann würdet ihr genau diese Projekte nicht sehen. Ja, und da könnt ihr quasi einfach hier reingehen und könnt euch dann ein bisschen belesen und findet dann auch dort unter Umständen dann halt die Antworten für genau diese Sache.
Ansonsten wichtig, das sage ich auch immer wieder, auch wenn jetzt hier ja, für Entwickler dasteht, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, dass das Programm oder die Installation nicht richtig funktioniert, dann geht bitte hier einfach mal rein. Und dann wird hier auch direkt beschrieben, wie ihr so eine Logdatei erstellen könnt. Und mithilfe dieser Logdatei kann ich dann auch nachvollziehen, was das Problem ist, warum das bei euch nicht funktioniert. Ich habe das zwar mit implementiert in meinem Setup Wizard, dass dort ebenfalls bestimmte Logdateien erstellt werden. Die sind aber allerdings nicht so ausführlich wie diese Variante hier. Also wenn das andere, sage ich mal, mir zu wenig ist, dann werde ich euch auch darauf hinweisen, gerade wenn ihr jetzt hier einen neuen Fall erstellen solltet, ich gehe mal hoch, hier drinnen, einen neuen Fall erstellen solltet, dann werde ich euch auch immer wieder dort darauf hinweisen, dass ihr bitte dann so eine große Logdatei erstellen sollt. Genau. So, ansonsten gehen wir mal wieder runter. Hätten wir hier auch die Tabelle, was mittlerweile von mir auch getestet und was auch funktioniert. Also sei es jetzt die Konstruktionsarbeitsgeschichte, wo ihr halt eure Modelle erstellen könnt, sei es die Animationsgeschichte. Das Rendern funktioniert auch. Wundert euch aber bitte nicht, es dauert ein bisschen länger. Habe ich festgestellt, also unter Windows ist es ein bisschen schneller, aber hier unter Wine gibt es eine minimale Verzögerung und es gibt bei dem einen oder anderen leichte Bugs. Also kommen wir dann später auch nochmal, denke ich, mal gucken, wie viel Zeit dann ist, nochmal drauf zurück. Ansonsten die Produktion bzw. Fertigung funktioniert. Also ihr könnt von euren Modellen so ein G-Code auch erstellen oder halt ein G-Code für eure CNC-Fräsen, 3D-Drucker, wie auch immer. Das funktioniert alles ohne Probleme. Simulation ist ein ja, sehr spannendes Thema. Ich muss sagen, ich habe mich 3 Monate damit beschäftigt, bis ich ja, diesen Arbeitsbereich Simulation ordnungsgemäß zum Laufen bekommen habe. Wobei die Cloud-Variante, die hat out of the box funktioniert gehabt, aber die Simulation an sich direkt auf dem lokalen Rechner wollte die ganze Zeit nicht funktionieren. Habe ich dann aber später herausgefunden mit einem anderen User aus meiner Community, woran das lag. Es lag nämlich an der Python-Version irgendwie. Genau. Ansonsten generatives Design funktioniert. Diese Zeichnungsgeschichte funktioniert ebenfalls. Also wenn ihr so von euren Modellen technische Zeichnungen erstellen wollt und diese Datenblätter dann später drucken wollt oder als PDF weitergeben wollt, das funktioniert ebenfalls. Wichtig ist allerdings, dass ihr, wenn ihr das drucken wollt, das wirklich als PDF exportiert oder abspeichert und dann nicht halt ja nie über direkt über Autodesk Fusion 360 das druckt, sondern dann direkt hier meinetwegen ja, mit irgendeinem Programm halt, wo ihr die PDF-Datei anschauen könnt. Genau. Arbeitsbereich Electronics, also wenn ihr Schaltpläne oder sowas erstellen wollt, das funktioniert ebenfalls. Online-Offline-Mode funktioniert und es werden auch alle Sprachen unterstützt von Autodesk Fusion 360. Und darüber hinaus auch ebenfalls die tschechische Sprache, wobei bei der tschechischen Sprache wird ein Plugin benötigt, das ihr aus diesem App Store bekommt. Ich zeige euch das mal kurz. Dieses Plugin hier. Und da müsst ihr halt selber abwägen, ob ihr das euch kaufen wollt, ob ihr wirklich auf diese Sprache angewiesen seid oder nicht. Aber deswegen, das funktioniert ebenfalls. Genau. Gut. Ansonsten möchte ich jetzt hier auch die Chance nutzen, mich hier nochmal direkt bei meiner Community zu bedanken. Das ist quasi hier diese Community-Seite, wo auch alle Leute hier mit reingeschmissen werden, sage ich jetzt mal, die mir hier geholfen haben bei dem Projekt, die mir mit Fehlerberichten geholfen haben, mit beim Programmieren geholfen haben oder halt mit Berichten zwecks, welche Grafikkarte wird unterstützt
oder welche Grafikkarten und Treiber machen Probleme und so weiter. Also hier wirklich nochmal ein großes Dankeschön an all die User, die quasi hier in der Liste sind. Die wird auch ständig aktualisiert. Und ist es auch so, dass ich mittlerweile hier bei meinem Projekt bei 347 Abonnenten, sage ich jetzt mal, angekommen bin. Also vor einem Monat waren es noch nur 245. Also selbst das steigt hier ganz schön an. Also es scheint auf jeden Fall hier ein Bedürfnis dafür da zu sein. Genau. Weil ich das gerade sage mit den Grafikkarten, gehen wir gleich mal hier rüber. Das ist quasi unter dem Punkt Wiki. Diese Seite hier, Supported Graphics Cards. Und hier werden alle Grafikkarten aufgenommen, die getestet werden von mir oder halt von den anderen Leuten hier aus der Community. Falls, weil ich das immer wieder höre, meine Grafikkarte taucht hier in dieser Liste nicht auf, funktioniert denn überhaupt das Programm Autodesk Fusion 360 hier unter Linux? Meine Antwort ganz einfach, probiert es bitte einfach aus. Na, weil ich kann leider selber nie alle Grafikkarten testen, dafür habe ich einfach selber nicht das Geld. Wenn die funktionieren sollte dann einfach hier mal auf diesen Link gehen, wo quasi auch dazu direkt ein Beitrag hier erstellt wurde. Und dann könnt ihr mir das hier mitteilen. Wichtig ist natürlich, dass ihr mir mitteilt, welche Versionsnummer ihr quasi oder beziehungsweise welche Version von Autodesk Fusion 360 ihr verwendet. Welche Grafikkarte logischerweise, Grafikkartentreiber, Versionsnummer, dann die Linux-Distro, die ihr im Einsatz habt. Wichtig auch, ob ihr XFCE, GNOME oder KDE oder so im Einsatz habt, weil ich habe auch festgestellt, dass beispielsweise bei GNOME ist ja hier mit diesem, Wayland, mit der Wayland-Geschichte, dass es dort unter Umständen nämlich zu Problemen kommt. Da findet ihr aber auch in der Dokumentationsseite einen Hinweis, wie ihr das beheben könnt. Bloß deswegen, dass das halt auch sehr wichtig ist. Ansonsten habe ich hier einmal DXVK, was quasi ja für diese DirectX-Geschichte ist. Und einmal OpenGL, weil ich glaube, vor 2 Monaten oder 3 Monaten hat Autodesk direkt bei dem Programm OpenGL mit implementiert. Was natürlich hier unter Linux prima ist, weil dann braucht man natürlich diese ganze DirectX-Geschichte beziehungsweise halt DXVK-Geschichte nicht mehr. Wobei natürlich bei denjenigen, die keine externe Grafikkarte haben, also beispielsweise jetzt Nvidia oder AMD, sondern bloß eine Intel-integrierte Grafikeinheit, da ist das Problem, dass diese OpenGL-Variante nicht so wirklich funktioniert. Und da wäre es halt wirklich ratsam, dann hier DXVK zu verwenden. Genau. Ansonsten, wie gesagt, die Liste wird auch immer wieder aktualisiert. Und hier unten findet ihr dann auch nochmal so einen kleinen Hinweis, speziell hier für die AMD-Geschichte. Genau. Dann, weil ich später dann noch auf arbeiten muss, habe ich hier auch eine Diskussionsrunde erstellt. Für später quasi hier, und da könnt ihr auch hier nochmal eure Fragen stellen, wenn ihr hier bei GitHub ein Konto habt. Ansonsten bei speziellen Fragen könnt ihr natürlich auch direkt hier das Kontaktformular gehen. Jetzt kommen wir natürlich auf meine englische Seite, genau. Und dann könnt ihr natürlich das einfach hier reinschreiben und direkt eure Frage an mich schicken. Gut. Switch mal kurz zurück. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in meine Testumgebung, wo ich euch jetzt mal meinen Setup Wizard zeige und danach switch mal quasi wieder hierher. So. Genau, hier habe ich jetzt einfach mal Linux Mint installiert in der, ich glaube, welche Version war das jetzt? Jetzt muss ich mal kurz launchen. 2004, genau. Und dann habe ich das auch schon mal vorbereitet. Also ich habe es selber hier auch schon installiert, was den Vorteil hat, dass die Installationsroutine sich auch verändert. Ich selber habe nämlich in mein Skript das Ganze so eingebaut,
dass bei der Erstinstallation wird eine Logdatei erstellt, wo im Grunde dann mein Setup-Wizard weiß, aha, okay, hier befindet sich schon eine Installation von Autodesk Fusion 360 auf dem System. Und dann wird auch die Routine von der Installation halt verändert. Das werdet ihr auch gleich sehen. Also ich mache gleich mal den Vergleich zwischen Erstinstallation und vorhandener Installation. Genau. Ich kopiere mir jetzt das mal. Kann ich das wieder minimieren? Das Terminal. Dann füge ich das ein. Führe das aus. Das wäre dann jetzt quasi schon dieses erste Fenster, was ihr quasi seht, wo im Grunde genommen jetzt erstmal die Dateien heruntergeladen werden, die benötigt werden für die Installation. Also das wären jetzt erstmal die ganzen Sprachdateien, weil es ist so, ich habe meinen Setup Wizard jetzt vor kurzem in die ganzen Sprachen übersetzt. Genau. Und es werden natürlich auch die aktuellste WineTrix-Version heruntergeladen. Und es werden auch die Installationsdatei von Autodesk Fusion 360 mit heruntergeladen. Genau, so, wir sehen, das ist erstmal fertig. Jetzt können wir hier auf OK gehen. Jetzt könnte man das Ganze natürlich wieder abbrechen. Das wollen wir natürlich nicht. Ich gehe jetzt hier auf Ja. Und dann hätten wir jetzt hier erstmal die Konfiguration von den Sprachen. Wundert euch bitte nicht, das hier oben und hier unten mit den Buttons wird sich nicht umstellen. Also wenn ich jetzt hier mal auf Englisch gehe und auf OK gehe, na, dann bleibt hier unten das mit den Buttons trotzdem auf Deutsch. Ich hatte das anfangs mal so eingestellt gehabt, dass sich das mit umstellt. Das Problem war aber, dass beispielsweise die Lokalisierung von OpenSUSE eine andere war als beispielsweise bei Linux Mint hier der Fall, glaube ich. Oder war das bei Manjaro? Weiß ich jetzt gleich gar nicht. Und da gab es dann einfach einen Crash bei der Installation. Und von daher habe ich mir gesagt, die Leute, die werden sowieso ihre Sprache auswählen. Und da denke ich, ist das nicht so schlimm, wenn das jetzt hier so bleibt in der Sprache. Genau. Wenn ich jetzt wieder auf Abbrechen gehe, komme ich automatisch wieder zurück. Und wenn ich jetzt hier auf Deutsch gehe, seht ihr auch, das stellt sich um. Ihr kommt auch hier nur weiter, wenn ihr jetzt hier die Lizenzbestimmungen bestätigt. Das, denke ich, sollte auch jedem klar sein. Mein ganzes Projekt ist hier im Übrigen unter der Lizenz mitgestellt. Das heißt, ihr könnt das selber auch verwenden, weiter umbauen, veröffentlichen, wie auch immer. Wichtig ist natürlich, dass ihr mich irgendwo immer mit erwähnt. Genau. So. Dann wären wir jetzt bei dem nächsten Fenster, was ihr nur sehen würdet, wenn ihr bereits Autodesk Fusion 360 auf eurem System installiert habt. Wenn das nicht der Fall wäre, würdet ihr quasi was anderes sehen. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Ich gehe mal auf Abbrechen wieder. Und gehe mal auf verborgene Dateien anzeigen. Local, Share. Und genau, da ist auch schon der Ordner Fusion 360, der auch im Übrigen mit angelegt wird. Hier befindet sich diese Launcher-Datei und hier der Ordner Logfiles. Und hier werden im Grunde zwei Dateien während der Installation erstellt. Zum einen hier die Logfile-Installation. Kann ja das mal öffnen. Wo halt hier die ganzen Steps gespeichert werden, was ihr gemacht habt. Damit ich einfach weiß, okay, wenn doch irgendwas nie läuft, an der Stelle ist es halt nie weitergegangen. Und diese andere Logdatei ist im Grunde diese Sache hier, wo gespeichert wird der Pfad, wo ihr das Programm hin installiert habt. Ich habe das so gemacht, ihr habt eine Standardvariante und eine Custom-Variante. Und wie ihr jetzt gerade seht, noch eine Flatpak-Variante, wobei das jetzt hier in der stabilen Variante nicht mit da ist, sondern das ist im Entwicklungszweig. Da bin ich aber noch am Arbeiten, dass das bald verfügbar ist. Ansonsten bei dem Custom-Zweig ist es so, ihr könntet Autodesk Fusion 360 auch auf einem USB-Stick beispielsweise installieren.
Also das ist nochmal so ein Vorteil gegenüber Windows oder beziehungsweise macOS. Da kann man das nämlich nie irgendwo auf einem anderen System installieren oder auf einer anderen Festplatte. Und hier könnte man das halt wirklich auf einem externen Speichermedium halt installieren. Wichtig ist, wenn ihr dann eure Autodesk Fusion 360 Installation mitnehmt und an einen anderen Computer geht, dass ihr dort natürlich ebenfalls Wine eingerichtet habt. Und dann könnt ihr natürlich auch darüber dann zugreifen. Müsst ihr natürlich noch ein paar Links setzen, dass das dann funktioniert. Aber ja, es geht. Gut, ich lösche das jetzt einfach mal kurz, damit ihr die andere Routine sehen könnt. Dann mache ich das nochmal groß. Es ist auch so, mein Setup Wizard erkennt auch, ob diese Autodesk Fusion 360 Installationsdatei auch schon vorhanden ist. Vorausgesetzt, ihr löscht, wo haben wir es, diesen Ordner hier Fusion 360 nicht. Na, wenn er den natürlich löscht, dann lädt sich die Datei natürlich alles wieder neu herunter. Genau. So, okay. Ja. Deutsch. Okay, und dann seht ihr nämlich diese Variante hier. Das ist wirklich das Fenster, was ihr nur seht, wenn ihr das erste Mal das Programm installiert. Und ihr habt da dann auch gleich die Auswahl zwischen OpenGL und DXVK und hier auch der Hinweis bei Intel integrierten Grafikeinheiten, bitte DXVK auswählen. Genau. So, ich gehe jetzt wieder auf Abbrechen. Stell das Ganze wieder her. Ja, ich hätte eigentlich das Terminal öffnen lassen können. Ja, wie gesagt, das Schöne halt bei meiner Variante jetzt hier ist halt, dass selbst für Quereinsteiger oder Linux-Einsteiger, die aus der Windows-Welt kommen, das Programm relativ einfach hier auf dem System installieren können, ohne dabei jetzt hier irgendwie in Kontakt mit dem Terminal großartig zu kommen. Genau. So, ich gehe jetzt aber mal auf Deutsch, bestätige das Ganze. Und wenn ihr das Ganze installiert habt, ist es halt so, dass ihr dann hier vier Varianten habt. Einmal die Neuinstallation, also wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, ihr habt die Standardvariante ausgewählt. Standardvariante. Bei der Erstinstallation ist es so, ihr könnt ja Standard oder Custom. Standard, es wird immer in euer Homes-Verzeichnis installiert. Custom, dort, wo ihr es halt hin installieren wollt. Und bei der Neuinstallation wäre es jetzt direkt die Custom-Variante. Wenn ich jetzt hier auf OK gehe, wird natürlich direkt erstmal abgefragt, welche Installationen sind bereits schon auf eurem System getätigt worden. Deswegen hier nochmal der Hinweis. Und wenn ich jetzt auf OK gehe, könnte ich jetzt hier direkt auswählen OpenGL oder DXVK. Ich gehe jetzt einfach mal auf OpenGL. Und dann würde sich der Dateimanager öffnen. Und dann könntet ihr jetzt selber eine, ich sage jetzt mal, Wine-Präfix erstellen. In meinem Fall wäre das jetzt hier, Wine-Präfixes und Fusion 360. Das wäre jetzt hier dieser Standardpfad oder diese Standardinstallation. Ich könnte jetzt aber auch sagen, ich erstelle jetzt hier unter dem Ordner Wine-Präfixes noch einen neuen Ordner und gehe dann auf OK und dann würde quasi schon direkt die Installation starten. In der neuen Wine-Präfix, genau. So, ich gehe aber wieder auf Abbrechen, genau. Die zweite Variante wäre natürlich das Aktualisieren oder Reparieren. Also sollte bei der Installation irgendwas schief gehen, also das Programm funktioniert nie oder ihr habt mal aus Versehen irgendeine Konfigurationsdatei gelöscht oder wie auch immer, könnt ihr auch den zweiten Punkt auswählen. Dann würdet ihr wieder direkt angezeigt bekommen, welche Installationen da sind. Dann im nächsten Schritt öffnet sich wieder der Dateimanager. Dann wählt ihr einfach eure Wine-Präfix aus und dann wird das Ganze nochmal neu, ich sage jetzt mal neu installiert. Das wäre dann diese Aktualisierung. Der dritte Punkt ist sehr speziell.
installieren, reparieren oder deinstallieren von verschiedenen Erweiterungen. Das ist auch nur hier speziell bei Linux hier der Fall, also zumindest bei meiner Version. Unter Windows, macOS müsst ihr Erweiterungen, also solche Plugins wie zum Beispiel Octoprint für Autodesk Fusion 360 oder was gibt es noch, Airfoil Tools beispielsweise, müsstet ihr theoretisch alles selber händisch installieren. Ich kann euch das ja nochmal kurz zeigen, welche Plugins das sind. Oder habe ich das hier irgendwo offen? Genau hier. Das wären nämlich Airfoil Tools, Additive Assistant, HP 3D Printers for Autodesk Fusion 360, also wo man hier diese speziellen 3D-Drucker, sage ich mal, von HP ansteuern kann über diese HP Smart Stream Software. Dann Octoprint for Autodesk Fusion 360. Könnt ihr quasi euren Octoprint-Server ansteuern, den ihr im Übrigen nicht nur für eure 3D-Drucker verwenden könnt, sondern auch beispielsweise für eure CNC-Fräsen, vorausgesetzt ihr installiert dort noch ein spezielles Plugin, funktioniert ebenfalls alles. Und bei RobotiQ bin ich noch am Arbeiten, dass das ordnungsgemäß richtig läuft und ansonsten halt diese Sache mit der tschechischen Sprache. Diese Plugins hier funktionieren, also ihr könnt hier unter Linux wirklich beispielsweise, wo haben wir es? Octoprint für Autodesk Fusion 360 nutzen und hier über Linux direkt zu eurem Octoprint-Server die G-Codes senden. Das funktioniert. Habe ich im Übrigen auch direkt auf meinem YouTube-Kanal Crying Fly auch schon Videos dazu gemacht. Also dort findet ihr im Übrigen auch zu den einzelnen Arbeitsflächen, die ich bereits getestet habe, auch Videos. Und natürlich auch zu meinen anderen Projekten, falls sich jemand dafür interessiert. Genau. Also diese Plugins hier könntet ihr bei der Installation dann quasi auswählen. So, ich kann euch das ja mal kurz zeigen, installieren. Okay, dann sehe ich der Pfad, wobei jetzt natürlich der andere Pfad jetzt hier gerade nie hinterlegt ist, weil ich hier auch noch ein bisschen experimentiert habe mit Flatpak. Aber da ich weiß, dass das Ganze sich hier in meinem Ordner Wine-Präfixes befindet, wähle ich das jetzt hier mal aus. Okay. Und dann würden wir diese Ansicht hier erhalten. Ich mache das mal kurz groß. Wo ihr direkt diese einzelnen Plugins installieren könnt. Ihr könnt mehrere auswählen. Ihr könnt natürlich auch nur eins auswählen. Bei der tschechischen Variante ist es so, dass ihr vorab dieses Plugin heruntergeladen haben müsst. Und dann würde sich quasi hier einfach ein Dateimanager öffnen, wo ihr dann diese Installationsdatei auswählen müsst. Und dann würde diese gestartet werden und diese tschechische Sprache wird dann installiert. Genau, ich wähle jetzt einfach mal Airfoil Tools aus und gehe auf OK. Dann lädt er sich direkt das Plugin von meiner Projektseite herunter. Natürlich macht jetzt hier Wine nochmal so eine Konfiguration. Müssen wir kurz warten. Genau. Und es erkennt auch automatisch, Airfoil Tools ist ja schon installiert. Also hätte ich jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu reparieren oder zu deinstallieren. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf Reparieren. Macht er das Ganze. Es geht auch relativ fix. Und dann schließe ich das und das Ganze ist abgeschlossen. Und wir wären quasi fertig und das Terminal würde sich auch schließen. Also nach der Installation von dem Ganzen schließt sich das Ganze auch. Was natürlich jetzt gerade wieder ungünstig ist, weil ich das jetzt wieder neu starten muss. Aber im Grunde würde sich das Ganze dann halt immer selbst schließen. Ihr könnt natürlich auch bei dem Befehl, den ihr kopiert, hier hinten gucken, ob ich jetzt da hinkomme. Ah, es wird überblendet. Ach ja, dieser Exit-Befehl, den könnt ihr natürlich auch mit diesem Doppel und auch wegmachen. Dann würde sich das Terminal nicht schließen. Genau. So, ich gehe jetzt hier mal auf OK wieder. Wähle wieder meine Sprache aus. Und dann hätten wir natürlich noch den letzten Punkt. Deinstallieren Sie alle Autodesk Fusion 360 Komponenten. Da würde man im Grunde wieder hier die Einträge sehen. Wichtig allerdings jetzt hier ist, dass ihr
den Beitrag oder diesen Eintrag besser gesagt auch löschen solltet, damit dieser dann nicht mehr auftaucht beim nächsten Mal. Und dann könnt ihr hier wieder euer Häkchen reinmachen, auf OK sehen. Jetzt werdet ihr natürlich nochmal gefragt, wollen Sie natürlich diese Änderung wirklich speichern? Jetzt könnte man wieder auf Nein gehen, dann wird das Ganze wieder rückgängig gemacht. Möchte ich das Ganze aber wirklich deinstallieren, na, und diesen Eintrag löschen, dann machen wir das Ganze halt so. Und im nächsten Schritt müsst ihr dann über einen Dateimanager die Wine-Präfix auswählen, die ihr quasi runterschmeißen wollt. Okay, so viel zu der Deinstallation. Gut. Ansonsten bei der Neuinstallation, ich könnte das jetzt mal kurz starten, aber ich werde das jetzt auch gleich abbrechen, weil das würde jetzt zu lange dauern. Ich möchte euch ja noch mal ein bisschen was zeigen direkt im Autodesk Fusion 360. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf OK, wähle jetzt hier oben GL aus und erstelle hier in dem Ordner WinePrefixes mal einen neuen Ordner. Meinetwegen Fusion 360-, oder nee, machen wir mal 380, ist ja völlig egal. Anlegen und gehe jetzt hier auf OK und dann würde direkt diese Wine-Präfix erstellt werden und im Anschluss würde dann über WineTrix die verschiedenen Pakete mit installiert werden, also die Schriftpakete wären das zum Beispiel, was die japanischen, koreanischen, ja, diese ganzen Schriftarten, die werden dann halt quasi installiert. Je nachdem, ob ihr DXVK oder OpenGL ausgewählt habt, werden dann ebenfalls bestimmte Konfigurationen erstellt, kopiert. Und genau, im Grunde würde jetzt hier das Ganze ablaufen und die Installationsroutine, je nachdem, wie gut eure Internetverbindung ist, dauert im Schnitt 30 Minuten. Nur, dass ihr so eine grobe Vorstellung habt, wie lange das Ganze dauert. Genau. So, ich beende das jetzt aber hier. Ja, Fenster schließen. Und ich kann ja mal kurz nochmal in den Skript reingehen direkt oder mal in diese, den Ordner Fusion 360. Also hier sieht man auch, wurde jetzt schon so eine Konfigurationsdatei heruntergeladen, die beschreibt, wie dann Fusion 360 gestartet wird. Und hier sehen wir dann, Virtual Device GL Core, das wäre dann quasi dieses OpenGL. Genau. Ansonsten dann hier ja, dieses Setup Wizard, der Ordner Data, wo dann die jeweiligen Extensions heruntergeladen werden, die ihr bei der Installation auswählt. Also das heißt, es wird nicht vorher heruntergeladen wie bei dem Ladebalken, sage ich mal, sondern wirklich nur das heruntergeladen, was ihr benötigt. Dann hier diese Exe-Datei. Dann hier diese einzelnen Sprachdateien. Hier werden jetzt die einzelnen Sprachdateien speziell abgerufen. Genau. Und dann hier jeweils die Lizenz und dann diese ganzen ja, Variablen, sage ich mal. Ich kann das ja mal kurz eröffnen. Dann sieht man das auch, dass das hier immer mit Variablen arbeitet und über diese Variablen wird dann auch jeweils der jeweilige Text dann abgerufen. Genau. Dann haben wir natürlich hier diese Logfiles und hier sehen wir jetzt auch ebenfalls Logpaths und hier wird im Grunde genommen immer während der Installation diese Logdatei aus eurem Ordner Local dann halt Share Fusion 360 halt hier rein kopiert. Genau. Und WineTrix. So viel dazu. So, da würde ich sagen, machen wir das jetzt hier weg. Und wir können eigentlich direkt zu dem nächsten Punkt kommen, wo ich das Programm einfach mal jetzt hier starte. So, also ich selber habe, wie gesagt, diese Launcher-Datei ja hier hinterlegt. Und wenn ich jetzt das Programm hier direkt starte, wird im Grunde das hier ausgeführt. Es kann sein, wenn ihr das Ganze installiert das erste Mal, dass eventuell hier das Symbol nicht richtig dargestellt wird. Dann geht er hier einfach auf Symbol. Gucken, das jetzt, wie lange das dauert.
Und dann sucht ihr euch einfach hier dieses Fusion 360-Symbol, geht auf OK, geht auf Speichern und dann ist das hier auch mit zu sehen. Also jetzt hier speziell bei mir unter XFCE. Gut, ich starte das jetzt. Genug gequatscht. Und ihr seht auch, Xterm wird gestartet. Dieser Launcher wird ebenfalls da drinnen aufgerufen. Und im Grunde genommen startet jetzt hier direkt unter Linux mit Hilfe von Wine das Programm. Der Vorteil bei dieser Variante ist, ihr braucht, wie gesagt, keinen Zweitcomputer mehr oder kein Dual Boot mehr, wo ihr irgendwo Windows oder macOS am Laufen habt. Hat natürlich ebenfalls wieder den Vorteil, dass ihr keine Windows-Lizenz beispielsweise mehr benötigt. Ihr müsst auch keine zwei Systeme mehr pflegen. Also hier im privaten Bereich, denke ich, ist das vielleicht noch egal. Aber gerade in Unternehmensbereichen, denke ich, ja, da geht das, denke ich, schon schön ins Geld, wenn man halt zwei Systeme hier verwalten muss mit Updates etc. Und mit dieser Variante spart man sich das Ganze. Wie gesagt, die einzigen Performance-Einbrüche, sage ich mal, die ich bisher feststellen konnte, ist halt die Internetverbindung als solches zu der Cloud. Da bin ich aber noch am Arbeiten, dass das auch schneller wird. Und halt, wie gesagt, beim Rendern, wobei es natürlich unter Umständen auch vielleicht an meiner Grafikkarte einfach liegen könnte. Ja, muss ich nochmal schauen, woran das liegt. Ansonsten, ich selber verwende jetzt hier die Version 2.0.11415. Das ist auch die aktuellste Version hier. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum das hier weiß ist, ich habe das bloß ausgeblendet gehabt, wegen dem Rendern. Zack, da ist es auch schon da. Also, das funktioniert. Ihr seht auch, meine Projekte sind hier links zu sehen. Man kann sich auch bei Support und Diagnose das auch anzeigen lassen, ob die Grafikkarte beispielsweise auch richtig erkannt wird. Und hier sehen wir es auch. Also, meine Grafikkarte wird auch ordentlich erkannt, auch mit meinem Grafikspeicher. Also, das läuft auch alles. Funktioniert. Und für den einen oder anderen, falls ihr das vielleicht noch nicht wisst, ihr habt auch die Möglichkeit, über Voreinstellungen das Ganze auch nochmal zu überprüfen. Also ihr seht, ich habe das Ganze mit OpenGL installiert. Falls aus irgendeinem Grund, also gerade bei Intel, ihr habt OpenGL meinetwegen ausgewählt statt DXVK, könnt ihr ja, wie gesagt, das Setup Wizard nochmal neu starten und nochmal, sage ich mal, drüber bügeln. Oder ihr macht halt dann den zweiten Weg, ihr stellt das Ganze halt hier auf DirectX 9 um. Und dann müsst ihr natürlich nochmal in die Konfigurationsdateien nachschauen, was ich vor uns mal gezeigt hatte. Wie gesagt, ihr findet das auch alles direkt auf meinem GitHub, in meinem GitHub-Projekt, die Dokumentation, wie ihr das Ganze auch nachträglich noch umstellen könnt. Wichtig ist, wenn ihr DirectX nutzt, muss das Ganze hier bei DirectX 9 eingestellt sein. Bei DirectX 11 kann es halt wirklich noch zu Problemen kommen. Und genau, ansonsten hier Vorschaufunktion. Das wissen nämlich die wenigsten, dass man hier in der Vorschaufunktion nämlich einige Sachen noch aktivieren kann, wie zum Beispiel jetzt hier hohe DBI-Skalierung. Ja, funktioniert ja eigentlich nur unter Windows. Schwachsinn, funktioniert auch hier unter Linux. Wobei natürlich bei manchen, ich festgestellt habe, bei 4K, dass es doch bei dem einen oder anderen zu Problemen kommt. Da liegt es aber in manchen Fällen auch einfach nur an der, ob man halt GNOME, KDE oder XFCE beispielsweise verwendet. Also bei dem einen oder anderen kommt es halt da nämlich zu Problemen. Einfach hier mal nachschauen. Also ihr könnt ihr nämlich auch Vorschaufunktionen beispielsweise aktivieren. Das wissen, wie gesagt, die wenigsten. Genau. So, ansonsten seht ihr jetzt hier auch schon direkt, dass auch dieses Plugin funktioniert, beispielsweise jetzt hier Additive Assistant. Und da könnt ihr jetzt beispielsweise ein Modell analysieren. Ich selber habe ja mein Projekt hier vorbereitet, direkt für die TUX-Tage 2021, indem ich hier einfach mal so ein Gehäuse erstellt habe, sehr minimalistisch gehalten.
Das ist jetzt nichts Großes. Schattiert. Und das seht ihr quasi auch, ja, im Arbeitsbereich Konstruktion. Es funktioniert auch alles. Also ist auch sehr agil. Ihr könnt auch hier in die Zeichnungen reingehen, das nachbearbeiten. Funktioniert, wie gesagt, alles wie unter Windows. Das Einzige, was mal passieren kann, sind so ganz minimale, ich sage jetzt mal, Grafikbugs. Dass einfach mal vielleicht die Maus nicht zu sehen ist oder solche Sachen. Das kann mal vorkommen. Aber im Grunde, mich persönlich stört das nicht. Also ich kann damit nach wie vor halt arbeiten. Das ist das Wichtigste. Und genau, also ich könnte, wie gesagt, jetzt hier in den Skizzen auch arbeiten. Ich könnte jetzt, was machen wir denn jetzt mal? Ich jetzt einfach mal den Außenradius hier einfach mal auf 10. Na gut, das wird jetzt vielleicht zu Problemen führen. Machen wir das mal auf 5. Das fertigstellen. Und dann hat er das natürlich jetzt hier unten auch angepasst auf 5. Genau. Das hier jetzt hier unten, das liegt einfach an der Bodenplatte mit. Das ist jetzt irgendwo Abhängigkeiten mit zerstört werden. Aber grundsätzlich könntet ihr so halt im Nachgang auch noch die einzelnen Sachen bearbeiten. Das funktioniert alles. Ihr könnt natürlich jetzt auch beispielsweise mit Rechtsklick auf Darstellung gehen. Und meinetwegen nehmen wir mal jetzt eine andere Farbe. Rot, das laden wir mal runter. Also ihr seht, man kann auch das Ganze herunterladen, was noch nicht vorhanden ist. Jetzt ziehe ich mir das hier rein und es wird rot. Also funktioniert ebenfalls. Genau. So, und wenn ich jetzt einfach mal das Modell analysieren möchte, gehe ich mal beispielsweise, was macht man da? Nehmen wir jetzt einfach mal den Deckel oder, ja, lassen wir den Deckel und gehe jetzt hier meinetwegen auf Additive Assistant. Okay, jetzt muss ich es nochmal auswählen. Welchen Körper haben wir denn da jetzt? Ja gut, funktioniert jetzt nee, weil ich das umgewandelt habe bereits. Ja, schlechtes Beispiel. Machen wir es eben anders. Projekte. Auto, Wohnwagen, Teile. 12.08 Uhr haben wir schon, okay. Hebebühne. Öffnen. Da öffnen wir einfach jetzt mal noch ein zweites Projekt, damit ich euch das einfach mal zeigen kann. Jetzt gehen wir hier wieder drauf, wählen jetzt den Körper aus, könnten jetzt hier beispielsweise noch einstellen, welches Filament wir benutzen wollen. Ich lasse das jetzt mal auf PLA, das könnte man einstellen. Wir können jetzt hier auch unseren Druckbereich noch einstellen. Ich stelle das jetzt hier einfach mal auf 500 und geht jetzt hier auf Inspect. Dann berechnet er das Ganze auch. Sollte eigentlich relativ zügig gehen. Na, komm schon. Genau. Und dann kann man jetzt hier jeweils in die einzelnen Bereiche reingehen und sich quasi dieses Feedback anschauen. Ja, wichtig ist, wenn ihr dann da reingeht, dass ihr dann halt immer mal mit der Maus weggeht und dann verändert sich das. Also das wäre jetzt mal schon so ein Beispiel für einen dieser Plugins, die halt hier wirklich funktionieren. Genau. Ansonsten, wenn ich jetzt mal in den Bereich Fertigen gehe, können wir ja mal machen, das wieder wegmache, dann hätte ich jetzt hier auch die Möglichkeit, hier ein Setup zu erstellen und bei dem Setup könnte ich jetzt hier direkt unter Bearbeiten die einzelnen Drucker ganz normal auswählen, das funktioniert alles nach wie vor und wenn ich jetzt den G-Code dann berechnen lassen habe, würde hier oben dann auch noch das andere Plugin erscheinen für Octoprint. Ja. Server. Ah,
Kann man ignorieren. Komm, geh weg. Geh weg. So, genau. Aber um es euch einfach zu zeigen, dass das alles vorhanden ist, Zusatzmodule, Skripte und Zusatzmodule. Mal kurz hier gucken. Zusatzmodule. Sehen wir es auch. Airfoil Tools läuft gerade. HP 3D Printers läuft momentan nicht. Könnte ich jetzt aber hier noch ausführen, dann würde das ebenfalls mit angezeigt werden. Dann RoboDK läuft gerade und Octoprint for Fusion 360 läuft ebenfalls. Wenn ihr jetzt das gleich wollt, dass HP 3D Printers ebenfalls beim Starten von AutoDesk Fusion 360 mit ausgeführt wird, dann einfach hier unten das Häkchen reinmachen. Und genau, also ich könnte jetzt ja auch auf Ausführen gehen, dann wird das ebenfalls mitgestartet. So, wenn wir jetzt mal auf Additive wieder reingehen, Setups, muss ich mal kurz gucken, Maschinenbibliothek, macht er jetzt, sehen wir es jetzt gerade, nee, wahrscheinlich, weil ich es neu starten müsste, aber im Grunde genommen könntet ihr das dann auch hier drinnen auswählen, genau, so. Nicht speichern. Ansonsten kann ich euch ja mal noch rumführen. Stopp. Irgendwas will ich euch noch zeigen bei Werkzeuge, Airfoil Tools. Für die Modellbauer unter euch, wenn ihr das Tool noch nicht kennt, schaut es euch wirklich mal an. Ihr könnt damit Turbinen designen, ihr könnt damit Propeller designen, ihr könnt damit Flügel designen. Also es unheimlich umfangreich, dieses Tool. Ihr könnt damit Berechnungen ausführen, zum Beispiel, ob der Propeller in der Luft arbeitet oder ob der beispielsweise im Wasser läuft. Also das könnt ihr alles machen. Und ich selber habe auch rausgefunden, mal gucken, ob das jetzt auch passiert. Genau. Dieses Plugin, falls ich das mal nicht aktualisieren sollte in meinem GitHub-Projekt, wird hier direkt in dem Programm Autodesk Fusion 360 auch aktualisiert. Also das heißt, da kommt dann so ein Hinweis hier und ich könnte jetzt ja auf Update Now gehen. Sehen wir jetzt hier die neue Version und die aktuelle Version. Könnte jetzt hier auf OK gehen, was ich jetzt auch mache. Und dann aktualisiert er das direkt hier drinnen und ich habe jetzt die allerneueste Version. Also selbst das funktioniert. Wusste ich zum Beispiel auch, damals noch nicht, dass das auch solche Plugins gibt, die sich hier direkt auch aktualisieren können. Airfoil Tools ist so ein Plugin, was ich auch hier direkt aktualisieren kann. Jetzt könnte ich beispielsweise auch hier auf Create Turbine gehen und könnte jetzt quasi hier die einzelnen Sachen auswählen. Hier zum Beispiel Medium, Luft, Freshwater, Seawater und so weiter. Und dann könnt ihr natürlich direkt für euer Modellbau, also Flugzeugbau oder wie auch immer, die Sachen entwerfen. Genau. Gut, ansonsten könnte ich ja mal kurz auf Rendern reingehen. Zack, also das seht ihr, das funktioniert auch. Ich könnte jetzt hier auch in die Szeneneinstellung gehen, könnte jetzt hier den Hintergrund ändern. Meinetwegen jetzt hier Crossroads das reinziehen und dann ändert sich natürlich auch das Bild, sage ich mal. Ihr könnt es natürlich dann auch rendern, das funktioniert. Habt jetzt hier die Möglichkeit, das halt über die Cloud zu berechnen oder halt direkt auf eurem Rechner. Wie gesagt, das dauert dann halt immer. Hängt halt auch mit von der Grafikkarte ab, denke ich. Muss ich halt mal schauen noch. Das Ganze kann dann gerendert werden und ihr könnt das dann auch herunterladen. Falls der Fall mal auftreten sollte, wenn ihr das dann hier auswählt, und dann wird das ja hier quasi geladen und dann habt ihr hier die Möglichkeit, das herunterzuladen. Dann öffnet sich so ein Dialog, falls der nicht zu sehen sein sollte. Vielleicht habe ich jetzt auch den Vorführeffekt, mal gucken. Genau, diesen Vorführeffekt, super. Dann einfach das Programm minimieren und dann könnt ihr direkt in euren Ordner gehen, in euer Homes-Verzeichnis, in euer
Ordner Bilder, wie auch immer, und dann könnt ihr das dort speichern und dann habt ihr das gerenderte Bild dann auf eurem System. Beim ersten Mal passiert das. Das wäre jetzt diese Bug-Variante, die momentan noch ist. Die andere Variante ist, dass das Fenster, dieses Dialog von Autodesk Fusion 360 so ein bisschen ausgegraut wird. Dann müsst ihr einfach mit der Tabulator-Taste arbeiten. Das heißt, verzichtet dann bitte auf die Maus und dann müsst ihr mit der Tabulator-Taste arbeiten, beziehungsweise mit der Tastatur. Das ist halt nur so ein bisschen tricky. Gut, ansonsten gehen wir mal noch in die Dokumentationsansicht. Dass ihr das auch seht, dass beispielsweise hier ihr technische Zeichnungen erstellen könnt. So, einfach mal einen Überblick bekommen habt. Genau. So, ich sehe, die Zeit wird nämlich schon knapp. Ich will dann zumindest noch den Vergleich wenigstens machen zur kostenlosen Version und zur kostenpflichtigen Version von Autodesk Fusion 360. Genau. Geht es jetzt gerade nicht? Genau. Ihr habt gerade gesehen, wenn das hier, wie jetzt gerade schon wieder, mal grau sein sollte, dann einfach die Maus bewegen und dann seht ihr auch das Bild. Das ist auch so ein typischer Grafikbug jetzt hier speziell. Aber ihr könnt jetzt ab sofort auch hier arbeiten. Selbst dieser Arbeitsbereich hat eine ganze Weile nicht funktioniert. Ich habe mit einem anderen User auch herausgefunden, warum. Weil wenn man das Ganze unter Wine quasi installiert, das Programm Autodesk Fusion 360, dann startet er im Normalfall so eine Ink-Datei, also Autodesk Fusion 360 Ink-Datei. Und dort wird aber halt bestimmte Sachen nicht mitgeladen, also zumindest hier unter Wine. Und wir haben einfach den Pfad verändert, direkt auf die Launcher-Datei von Fusion 360, also auf die Exe-Datei. Und damit lief dann auch hier diese Dokumentationsgeschichte. Genau. So viel dazu. So, wenn ich jetzt mal wechsle, seht ihr, das ist auch noch so ein Grafikbug. Bin ich auch noch am Arbeiten, gibt eine Variante, aber es ist halt noch relativ umständlich, deswegen erwähne ich die jetzt hier auch noch nicht. Aber müsst ihr euch noch ein bisschen damit zufrieden geben, dass halt noch an manchen Stellen so ein paar Grafikbugs sind. Gut, so, ich schließe das jetzt, nicht speichern, nicht speichern. Das hier bleibt natürlich noch eine Weile da, schließt sich auch leider noch nicht automatisch. Müsst ihr dann einfach mehrmals hier auf das X gehen oder einfach mal woanders hinwechseln. Dann gehen wir mal kurz hier rüber. Und dann geht das auch weg. Genau. So, da kommen wir noch zum letzten Punkt hier. Autodesk Fusion 360, kostenlose Version. Es gibt ja zwei Varianten. Einmal für Privat- und Hobbyanwender und einmal die kostenpflichtige Version, die ich quasi auch verwende, weil ich selber will ja auch die ganzen Arbeitsbereiche und die ganzen Funktionen auch testen. Von daher würde mir halt diese private Variante hier mir nichts bringen. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr das kostenpflichtig macht, entweder hier als Jahresabo das zu machen oder halt auch monatlich zu machen. Ich glaube, monatlich sind es 50 Euro. Ansonsten halt dieses Jahresabo. Und ansonsten seht ihr auch hier direkt die Unterschiede zur freien oder kostenlosen Version und halt zur kostenpflichtigen Version. Wenn ihr jetzt viel mit 3D-Druck macht, so im Hobbybereich, reicht die kostenlose Variante alle Male aus. Wenn ihr aber so speziellere Sachen machen wollt, müsst ihr wohl oder übel halt zur kostenpflichtigen Variante rüberswitchen. Und ja, also ihr seht, hier zum Beispiel hätten wir jetzt hier dieses Additive, also für einen 3D-Druck beispielsweise. Wasserstrahlschneider, Laserschneider, Plasmaschneider. Und hier haben wir aber dann halt noch ein paar andere, wie 4- und 5-Achsenfräsen und Tastereinrichtungen und solche Sachen. Na, das wäre dann halt hier in der freien Version nie verfügbar. Oder halt hier Einschränkungen, wie viele Projekte etc. man halt offen haben kann und so weiter. Schaltpläne,
Genau, das sind dann halt so die einzelnen Unterschiede. Ebenfalls auch bei den Dateiformaten gibt es Einschränkungen. Und wie wir hier auch sofort sehen, hier habt ihr natürlich nur die Möglichkeit, bei der freien Version lokal zu rendern beispielsweise. Also das lokale das Cloud-Rendering wäre halt nur in dieser kostenpflichtigen Variante. Wie bekommt ihr das? Ganz einfach. Da müsst ihr euch einfach nur einen Account anlegen direkt bei Autodesk. Ihr müsst da ein paar Sachen ausfüllen. Erste Schritte, ich kann da mal kurz drauf gehen. Gucken, wie lange es jetzt dauert. Genau. Und dann müsst ihr hier einfach euren Namen eingeben, Telefonnummer, E-Mail etc. Und dann könnt ihr das quasi alles beantragen. Und dann ist das immer für ein Jahr gültig. Ihr könnt es aber auch verlängern. Genau. Und es ist auch so, dass ihr bei der freien Version, ich glaube, wo stand es da? Ja, maximal. Also ihr könntet auch mal, ich sage jetzt mal, Geld verdienen, aber es darf halt eine gewisse Summe halt hier nie übersteigen im Jahr. Genau. So viel dazu. Und was seit neuestem auch, denke ich, viele noch nicht wissen, ich leite natürlich jetzt hier nicht nur das Projekt hier, sondern ich bin seit neuestem auch im Autodesk Group Network vertreten, was quasi so ein spezielles Netzwerk ist, also hier sehen wir es auch schon, wo man sich quasi austauschen kann mit anderen Menschen auf der ganzen Welt, also sei es mit Firmen oder einfach nur mit anderen Community-Gruppen. Und hier ist es so, dass ich ebenfalls mal bestimmte Tipps, Tricks zeigen werde, also hier auch ein paar Sachen veröffentlichen werde. Hier bin ich halt wirklich jetzt erst, ich glaube, seit einer Woche oder so haben sie mich aufgenommen. Also der Bewerbungsprozess ist auch nie, in meinen Augen zumindest, nie ohne. Also die kontrollieren auch ganz schön scharf und auch kontinuierlich, wie viele Mitglieder sind halt vertreten und wie viel Content mache ich. Und ja, also hier wirklich ein großes Dankeschön auch an Autodesk, die mich hier aufgenommen haben. Ohne jetzt hier Werbung zu machen, aber ihr seht, es ist mir wirklich ernst mit dem Programm. Ich werde mir auch noch andere Programme von Autodesk anschauen und die testen, dass die hier vielleicht auch unter Linux mitlaufen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt mal hier zurückgehe, direkt auf mein Konto von CryingFly auf GitHub, wie gesagt, SolidWorks, Rhino 3D, DesignSpark. Ich arbeite auch dran, dass ich zum Beispiel gerade die im Kfz-Bereich vielleicht, dass ich dieses Diagnoseprogramm hier von Roche Tech ist das, glaube ich, unter Linux, also nicht die Lite-Version, sondern die Pro-Version noch zum Laufen bringe. Ja, also ihr seht, mein Fokus ist eigentlich sehr speziell auf diese ganzen CAD-Programme, die ich hier unter Linux zum Laufen bringen möchte. Was, wie gesagt, momentan läuft, ist mein Steppenprojekt, also mein Hauptprojekt Autodesk Fusion 360 for Linux und natürlich mein Projekt Rhino 3D. Ich kann ja mal hier kurz reingehen. Also das läuft auch. Da ist es aber so, dass es da noch kein direktes Skript gibt, also kein Setup-Wizard wie hier bei Autodesk Fusion 360, sondern ihr müsst das Ganze mit Hilfe von Lutris machen, weil da mit Lutris, mit der speziellen Wine-Version, sage ich mal, kommen noch ein paar andere Abhängigkeiten mit dazu. Und genau. So. Ansonsten denke ich, schaue ich mal kurz, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Genau, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt. Du wärst sonst aber pünktlich. Ich wäre ansonsten pünktlich. Das ist schon mal schön zu hören. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr auch hier eure Fragen stellen. Ansonsten halt, wie gesagt, hier bei den TUX-Tagen habt ihr ja auch noch so einen Chat, wo ihr, oder so einen Fragekanal, sage ich mal, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Ansonsten bin ich jetzt dann noch eine Stunde für euch verfügbar, bis ich dann leider auf Arbeit muss. Genau. So viel dazu. Sind jetzt irgendwie schon Fragen eurerseits?
Nee, die würde ich in den Frageraum verschieben wollen. Verschiebst du in den Frageraum. Gut. Genau. Ich bedanke mich bei deinem Vortrag und würde sagen, die Regie könnte jetzt tätig werden.